Herzlich willkommen bei den Hau rausgetipps. Was euch vorher wahrscheinlich unter den Fakten oder auch 100 Sekunden bekannt war, haben wir nun mit unserem neuen Logo und Format ebenfalls geändert. Wir wollen euch natürlich weiterhin jeden Monat mit den besten Tipps in und um Weimar versorgen und euch einen Einblick für die kommenden Beiträge von Hau raus geben. Aufgrund der anstehenden Weihnachtsferien stellen wir euch heute Veranstaltungen für Ende Dezember und Januar vor und hoffen, für euch ist etwas dabei. Los geht's in unserer Nachbarstadt Jena. Anstatt sich bei den frostigen Temperaturen den klaren Sternenhimmel anzuschauen, könnt ihr euch auch im Warmen das gesamte Universum bei netter Musik bei der Best-of-Show im Zeiss Planetarium geben. Los geht's um 17.30 Uhr am 27. Dezember. Wer noch etwas mehr Musik auf die Ohren möchte, kann am 29. Dezember ins Mon Ami hier in Weimar gehen. Dort könnt ihr beim größten Indoor-Band-Festival Thüringens, dem Seitensprung-Festival, die neuesten Newcomer abchecken. Um nun auch den Tanzwütigen unter uns etwas bieten zu können, empfehlen wir euch die Überschallparty mit guten Drum & Bass im Casablanca. Am 29. Dezember für schmale 6 Euro könnt ihr in Jena das Tanzbein schwingen. Wer nun gern in crazy Kostümen oder lauthals mitsingend unterwegs sein möchte, sollte lieber zur 80er-Party in die Engelsburg in Erfurt am 30. Dezember gehen. Aber auch in Weimar ist einiges los zum Beginn des neuen Jahres. Wer mal etwas Theaterluft schnuppern möchte, kann am 5. Januar ins DNT gehen. Ab 16 Uhr findet ihr einen Workshop zum Stück Unterleuten. Mit dem Kauf einer Eintrittskarte ist auch der Kurs gleich inklusive. Im Januar sind zudem unsere Studis der visuellen Kommunikation besonders aktiv. Erst kommt eine große Party am 12. Januar im Projekt 1 in der Schützengasse. Das Motto ist Galaxy, wir sind gespannt, was uns erwartet. Wer natürlich wissen möchte, was unsere VOK-Erstis neben dem Partyplan noch so machen, kann vom 29. Januar bis 2. Februar ins Gaswerk gehen. Dort stellen die derzeitigen Erstsemester ihre Arbeiten in einer kleinen Ausstellung vor. Nebenher wird etwas lauschige Musik gespielt und ein prickelndes Kaltgetränk serviert. Und nun möchten wir euch gebührend in die Weihnachtsferien verabschieden. Wir wünschen euch schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Euer Hau-Raus-Team. Hat sich der Fahrplan geändert im Vergleich zu damals? Also es gab natürlich für die Linie 4 einen neuen Fahrplan, weil es ja vorher keinen gegeben hat. Grundlegend war das aber eigentlich eine kosmetische Geschichte. Das bedeutet, die Fahrten, die vorher als 6 deklariert waren, sind einfach zu 4 geworden. Linie 4 Richtung Ettersburg über Goetheplatz und Hauptbahnhof. Ist es Schwangerschaftsgymnastik? Ja, sieht so aus. Sind zwar Männer auch mit dabei, aber die sind wahrscheinlich das Alibi dabei, oder? Ich will jetzt behaupten, Schwangerschaftsgymnastik, aber niemand ist schwanger und du bist dabei.